Dann, bitteschön. Zack. Toi, toi, toi. Dankeschön. Viel Erfolg. Danke. Die Zeit läuft ab jetzt. Sehr tapfer. Oh mein Gott, das war scheiße bestimmt. Ne? Okay, und dann sind wir wahrscheinlich da, wo Scheiße kommt. Ich soll jetzt mit Scheiße voll. Mach die Scheiße. Und ist jetzt. Kümmer dich nicht um irgendwelche Scheiße, sondern wo sind die Schlüssel? Vorsichtig? Genau. Tu dir nicht weh, alles gut. Ja, mach noch mehr davon. Ich will nur vorsichtig die Sachen da raus. Ganz gut. Gut machst du das. Jetzt hast du schon die zwei Schlüssel bunte. Und jetzt wo muss ich runter? Hier das auch machen? Kanalsystem. Ich will euch nicht wehtun. Ganz genau. Sehr gut, Tessa. Sehr furchtlos, die Tessa. Ja. Toll machst du das. Kann ich das auch machen? Nein. Nein. Oder hier? Nur die Sterne. Ist hier ein Stern? Ich will dich nicht wehtun. Sehr gut. So, auf dem richtigen Weg. Wow. Das ist schon unglaublich. Aha. Respekt. Ja. Ey, es ist nicht möglich, jetzt hier nicht weh zu tun. Aber hier soll ein Stern drin sein, oder was? Ja, du hast ja eine Brille, vielleicht kannst du mal gucken. Hier ist ein Krebs. Oh Gott, der tut mir so leid. Der Krebs ist in seinem Lebensraum. Ja, dem geht's gut. Warte, ja. Und unter mir ist auch noch ein Krebs. Ich tu dem weh. Ich will das nicht. Ich will kein Tier mir wehtun. Du tust nee, wirklich, da keinem ich will weh. Ja, ich trete auf diese Tiere drauf. Dann tu das nicht. Ja, dann will ich diese Prüfung. Also, möchtest du abbrechen? Ich hole jetzt den einen Stern, aber es wird nicht besser werden. Also ich kann den Tieren. Was ist das für ein. Aber guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Dafür brauchst du das Werkzeug. Du kannst hier auch mit dem Kopf und der Brille und allem unter Wasser gehen, so wie tauchen. Und dann kannst du vielleicht besser drehen oder gucken oder wegschieben. Ich finde, die macht das aber mit einer. Aber so lange kriege ich keine Luft. Das war doch aber schon relativ lang. Aber es ist ein recht kleiner, aber auch nicht der kleinste. Jetzt hört sie uns ja nicht. Ich finde, sie macht das aber relativ also ruhig. Die zwei sind's nicht. Vielleicht ein bisschen zu ruhig. Ah, sie hat den richtigen gefunden. Jawohl. Der arme Krebs. Du hast noch 8,5 Minuten. Ah, sehr gut. Genau so wird's gemacht. Super. Nummer einer. Super, ein Stern Tessa. In deinen Beutel, bitte. Einen von 12. Aber ich habe dem Krebs, glaube ich, echt vorhin ein bisschen Bodycheck gegeben. Also Fußcheck. Ja, wir werden ihn gleich noch untersuchen. Dr. Bob wird alles geben. Ach, da ja, ist da. Sehr gut. Guck doch mal. Noch 7 Minuten hast du, Tessa. Ja, da ist noch ein Stern. Oh Gott. Und du machst das bis hierhin schon sehr gut, wo aber vielleicht könntest du ein bisschen schneller machen. Also, und jetzt? Ja, aber wenn ich jetzt da durchfallen würde, müsste ich den wehtun, ne? Ja, dann mach's nicht. Och Gott, die eine Kakerlake ist schon umgedreht. Die schläft auf dem Rücken. Also, Rückenschläfer. Ja, also jetzt bist du halt nee, so ein bisschen... Nee, das ist nicht lustig. Ich will den nicht, da weißt du... Also guck mal, wir können das so versuchen. Also falls Sie jetzt gerade bei RTL entscheiden, das ist eine neue Talkshow, die heißt Tessas Tiertalk. Die läuft jeden Tag so knapp 22:45. So, da hinten ist ein Stern. So, ich komme da nicht durch. Wo geht's denn jetzt weiter? Weil wenn ich, da sind überall Maden oder Tiere oder so, den kann ich auch nicht wehtun. Das geht nicht. Oben kann ich mich nicht festhalten. Ich kann über diese Rohre gehen, halt theoretisch. Ja, so wie Spider-Woman. Ich finde, du machst das aber nach wie vor sehr tapfer, wenn auch sehr bedacht. Oh nein, ich habe dir, glaube ich, wehgetan. Vier Minuten hast du noch, ja, liebe ich Tessa. Ich weiß, dass ich nicht mehr lange habe, aber was soll ich ja, machen? Ja, aber jeder Stern zählt. Das ja, Team wird es dir tanken. Das muss man vorsichtig machen, weißt du? Komplett richtig, aber auch schnell. Verstehst du das? Ich verstehe das alles, vollkommen. Die Gewerkschaft der Kakerlaken freut sich über Tessa. Aber
Da ist links so frei. Ich würde so nach rechts tendieren, dass da vielleicht auch noch mal so eine Membran ist. Ja, das ist eine süße Spinne. Ich glaube jetzt nicht. Vielleicht will sie da bleiben. Hallo, Baby. Sind ja noch mehr Spinnen. Ich will die ohne keine Umstände auch verletzen. Also, das ist... Hallo. In dem Rohr vielleicht? Dort vielleicht? Dort, ja, das ist, glaube ich, schon die richtige Richtung, Tessa. Hier sind noch kleine Spinnen. Noch drei Minuten, Tessa. Ja. Ich will dir halt nicht wehtun, die war nämlich vorhin hier. Ich glaube, das haben wir verstanden. Ja, okay. Und unser Mensch, der für die Tiere zuständig ist, dankt dir jetzt schon von ganzem Herzen. Ja. Super. Da unten? Unten, ja. Was haben wir denn da unten drin? Ah, da unten ist ein Stern. Siehst du ihn schon? Oh, das sind irgendwelche komischen Tiere. Das ist der Joey hier. Wasseragamen und Flusskrebse. Oh mein Gott, den will ich unter keinen Umständen wieder. Ja, da sind ganz viele da unten, oder sehe ich das nur? Weil ich will, da unten auf dem Boden sind ganz, ganz viele. Ich würde dem, die Krebse, ich würde denen wehtun. Ich kann da nicht auftreten. Das sind auch zwei Sterne. Und dann kriege ich keine Luft, ich kann nicht so schnell tauchen und es aufmachen, weißt du? Du kannst sie doch zur Seite schieben. Ja, das sind sehr viele. Wenn ich jetzt da runter gehe, trete ich schon auf die drauf. Ich will denen halt nicht wehtun, aber... Ich will denen nicht wehtun? Ja? Mhm. Wie kommst du denn da drauf? Ich dachte, sie jetzt mal... Nee, ich habe das Gefühl... Nee, da war... Das habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Ich will denen hier nicht wehtun. Wenn ich da jetzt reinkomme, kriegen die total Angst und dann... Die Tiere. Aber jetzt ist da ein bisschen Platz frei. Aber guck mal, ich glaube, die Zeit ist eh um. Aber da ist frei, ne, da unten. Ne, da ist noch einer an der Seite, ne? Und der eine hat mich schon so süß angeguckt, den würde ich gerne noch mal wiedersehen. Bruder, wo bist du hin? Ach, da hinten, ne? Ich würde das voll gerne schaffen. Mhm. Guck mal, das sieht doch gut aus, liebe Tessa. Langsam runter, rantasten, ja. Sehr gut. Wir wollen nämlich auch nicht, dass du die tot trittst. Also ich sehe den Stern da hinten. Eine Minute. Ja, also warte mit denen noch hier eine Runde. Kopf unter Wasser und probieren. Du hast ja noch nicht mal probiert. Da ist schon auch Action drin. Noch 30 Sekunden. Da kann man schon noch zwei Sterne abfriemeln. 2 bis 8. Ja, aber guck mal, wenn ich das jetzt schon so halte, diese Dinger schlagen dann auf die Tiere und dann tun sie sich auch weh. Sag mal, du bist doch kein Körperklaus. Du kannst das doch irgendwie auch festhalten. Du schaffst das. Trau dir das doch zu. Ja, eben. Ich will die nicht verletzen. Die sind, guck mal, wenn du da mit so einem Metalldings kommst, tust du denen weh. Und das hat damit ja nichts zu tun. Das ist, diese Tiere sind ja auf engstem Raum eingefecht, aus ihrem natürlichen Habitat genommen. Und ich soll jetzt hier irgendwie den Hampelmann spielen und diese Sterne weg. Und ich habe alles gegeben. So, diese Tiere tun mir ehrlich gesagt leid. So. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Wir holen dich raus. Danke. I cannot. Hey, Tessa. Hallo. Na, dann zeig doch mal in deinem Beutelchen, wie viele Sterne du ergattert hast. 1, 2, 3 Sterne. Ja, immerhin. Genau. Von 12. Ja, keine Ahnung, weil diese kleinen, absolut. Die waren ja relativ groß, wenn ich da einmal nur mit meinem Fuß drauf wäre. Und? Wenn du das mit den Tieren so machen möchtest, dann ist das deine Entscheidung und das respektieren wir voll und ganz. Ja, und ja, auf jeden Fall. Wir wissen ab jetzt, du möchtest keine Tiere verletzen. Okay, dann da geht's weg. Okay. Vielen Dank, Tessa. Tschüss. Hey, ihr Dschungelfreaks, wenn ihr nicht genug bekommen könnt, alle Folgen gibt's bei RTL Plus. Dafür einfach hier klicken. Ja, und alle weiteren Videos von den Stars seht ihr hier. Und lasst doch mal ein Abo da oben. Oh ey, du kannst das richtig gut. Ich war auch schon mal im Internet. Der ist cool, der Neue.